Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge zu Kalibur 6. Und zwar ist am 31. März ist der neue Charakter Haumaru, oder wie der auch immer nochmal ausgesprochen wird, erschienen. Okay. Ich habe schon mal kurz mit dem gespielt, um schon mal einen kleinen Eindruck von dem zu bekommen. Ja, Haumaru. Ich weiß, dass er aus Samurai Shogun ist oder so. Ist die Reihe. Ich komme gerade nicht drauf. SNK, irgendwas. Ach, ich komme gerade nicht so auf den Namen. Ich habe keinen blassen Schimmer von der Reihe. Auch wenn ich von den neuesten Ableger habe ich halt ein paar Trailer und so gesehen und fand es eigentlich sehr interessant von dem, was ich da bisher gesehen habe. So, ich wechsle auch nochmal. Ich wechsle nochmal die Waffe. Und es sind Farbe 1, 2, 3 und 4. Ich habe halt auch absolut keine Ahnung von dem Charakter. Also insofern, also in Bezug auf Background Story oder sonstiges. Ich habe mal kurz geschaut, ob es da irgendwie ich habe gerade einen Hänger, muss ich leider sagen. Ich habe mal kurz geschaut, was die Background Story angeht, und ich habe nichts davon verstanden, muss ich ehrlicherweise sagen. Rein gar nichts. Daher lasse ich das mal bei Haumaru jetzt weg, weil ich absolut keinen blassen Schimmer davon habe bei ihm. Muss ich ehrlicherweise sagen. Mit Haumaru kam jetzt auch die Möglichkeit, noch einen weiteren Charakter sich selber zusammenzubasteln. Das ist halt seine Stage. Und das passt tatsächlich ganz gut, weil es ist tatsächlich ein wenig ähnlich zu Mitsurugi, ein wenig, aber er ist ein sehr defensiver und counterstärker Kämpfer, würde ich sagen. Es ist nicht so ganz mein Spielstil, muss ich ehrlicherweise zugeben. Also, ich habe ein bisschen mit ihm schon halt ausprobiert und er war nicht so ganz meins vom Kampf her. Also, er wird definitiv nicht einer meiner Mains oder mein Main. Also ich finde den interessant, den Kampfstil. Und es wird sicherlich Leute geben, für die der ziemlich perfekt ist, aber nein, ist es nicht so. Hier sieht man auch schon quasi den Enrage, den er bekommt. Dadurch werden seine Angriffe ein bisschen stärker, und er kann halt weitere andere Angriffe noch einsetzen. Was halt auch schon ganz interessant ist. Er ist halt sehr stark darauf auf Countern basiert, soweit ich es bisher feststellen konnte zumindest. So, das ist seine Special. Die macht auch ordentlich Schaden. Allgemein machen seine Angriffe ziemlichen Schaden, aber ich persönlich finde, er ist nicht der einfachste Charakter zum Spielen. Man braucht schon ein klein wenig, um mit ihm reinzukommen. Zumindest meiner Meinung nach.
Er ist auch. Ich will ihn darin aus, weil. Es kam noch eine zweite Arena. Ich bin der Meinung, die Arena kam ohne den DLC. Also die Arena schaltet man nur frei, wenn man halt den DLC hat mit ihm. Und die Arena kam, glaube ich, so als Free Patch, bin ich der Meinung. Ich habe diese Arena habe ich auch noch nicht gespielt. Und Haomaru ist halt ein Midrange-Kämpfer, würde ich sagen. Also mit eigentlich spielt man den, denke ich, so, dass man den Gegner auf mittlere Distanz hält. Hält er. Ach, die Arena ist das. Cool, die ist wieder da. Ich bin der Meinung, die gab es schon in Soul Calibur 3 und ich fand die klasse. Also vom Design her. Ich wollte ja gerade sagen, spielt man, denke ich, eher auf Midrange. Kontern und blocken und dann, wenn sich halt eine Öffnung ergibt, dann haut man den Schaden raus. Und zwar dann auch sehr viel Schaden. Er ist halt auch nicht der schnellste Charakter. Okay. Das lief aber schon mal ziemlich, ziemlich gut, würde ich behaupten. Hoppala. Also, ich muss sagen, gerade bin ich auch noch mal wesentlich besser als in den Matches, die ich vorher gespielt habe mit ihm. Au, das war ein fieser Kinnhaken. Vielleicht liegt das einfach daran, weil ich jetzt ein bisschen besser mit dem Charakter drin bin. Oder weil halt die Gegner für den Charakter besser sind. Also ich habe ja auch schon ein paar Mal festgestellt, dass halt zumindest für mich, dass ich mit einigen Charakteren gegen gewisse Gegner besser zurechtkomme als gegen andere Gegner. Also dass halt so schon so ein für mich zumindest bei den Charakteren wenig ein Steinschere-Papier-Prinzip sozusagen schon besteht. Danke. Sehr schön für mich gewesen. Okay. Das war für mich ganz gut gewesen. Ah, Haomaru hat gesagt, okay. Gut, und ich möchte nochmal schauen, ob ich jetzt die Dings spielen kann. Aber ich glaube tatsächlich, dass... Nein. Versiegelter Korridor lässt sich offenbar nur im Trainingsmodus spielen, weil im Trainingsmodus, ich bin mit dem kurzen Trainingsmodus gegangen, um mal ein bisschen halt zu schauen und rum zu experimentieren, aber, und da konnte ich halt ein großes Labyrinth Versiegelter Korridor halt benutzen, aber scheint wohl wirklich Trainingsmodus exclusive zu sein, nenne ich es jetzt einfach mal. Komm, jetzt machen wir mal zufällig die Map. Und ja, mit Haomaru kam halt noch ein zweiter Charakter mit ins Game. Und zwar okay. Da bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Habe ich den gebaut oder habe ich mir den runtergeladen? Ich glaube, den habe ich mir gebaut, den Charakter. Ja, es kam halt noch ein zweiter Charakter mit ins Spiel, aber nicht sozusagen als normaler Standard-Charakter, sondern sondern Ausrüstungsset. Und den konnte man sich dann halt mit
mit der dementsprechenden Ausrüstung und halt den Waffen von Taki dann halt zusammenbasteln. Nakoruru oder so hieß sie, glaube ich. Ich kenne ungefähr ihr Aussehen, halt auch von den Trailern wieder von... Ich weiß nicht, wieso ich immer auf Samurai Shogun komme. Kann sein, dass das Spiel so heißt, ich bin mir aber nicht 100% sicher. Muss ich ehrlicherweise sagen. Von den Trailern davon kenne ich sie halt, aber das war es eigentlich auch schon. Und... Oh. Den Move habe ich auch zum ersten Mal jetzt gesehen. Und ja, mit ihr... Okay. Enrage. Also nicht Enrage, sondern den und dann noch... Okay, hat... Die Ulti hat jetzt aber tatsächlich weniger Schaden gemacht, als ich erwartet hätte, muss ich ehrlicherweise sagen. Da macht eine Combo, die von ihm durchgeht, genauso viel Schaden wie eine Ulti. Interessanterweise. So, und tschüss. Also seine Würfe sind echt stark, muss man sagen. Und ich muss sagen, je mehr ich den jetzt gerade spiele, desto besser gefällt er mir tatsächlich. Muss ich halt echt ehrlicherweise dazu sagen, zu ihm. Welcome to the stage of history retold. Gut, also. Stimmt. Ich weiß wieder, welchen Punkt ich auch noch erwähnen wollte. Und ja, mit dem Update zu Haomaru und noch weiteren Cosmetic-Update kam auch ein bisschen wieder Gameplay-Bearbeitung, also ein bisschen Patches, was halt Steuerung und sowas angeht. Beziehungsweise einem zu spielen und ein bisschen Quality Action. Beispielsweise kann man mit bestimmten Angriffen jetzt jetzt quasi auswählen, welchen Körperteil man angreift oder welchen, sagen wir mal, Ausrüstung man angreift. Zum Beispiel Oberteil, Hose, Arm, sowas, was man davon zerstört. Das ist mir aber auch noch ein bisschen komplex, das Ganze. Und das zeige ich jetzt dann gleich nochmal. Wurden auch noch ein paar andere Sachen. Hier, Kampflexikon zum Beispiel wurde ein bisschen überarbeitet. Hier hat man jetzt direkt sogar einmal, also die Befehlsliste ist halt, okay, ich glaube, ich habe Kampflexikon mit Befehlsliste verwechselt gehabt. Ups, das habe ich, gab's das Kampflexikon vorher schon? Okay, ich bin gerade nicht mehr so sicher, was das angeht. Auf jeden Fall, what the fuck? ja. Das ist nicht meine... What the fucking hell? Die habe ich noch nicht gesehen, die Aktion. Ist denn nicht mal Spaß? Das werde ich nie im Leben hinbekommen. Nie im Leben. Alter, ey, das sind ja mal... Fuck it, ey. Ja. Talking about complex characters. wenigstens hat er auch einfache Angriffe, aber die Combo da eben ist ja mal echt abgefahren. Ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die das richtig gut können, den Scheiß auch einsetzen können. Und zwar gut einsetzen können. Ach du Scheiße. Special Moves. Ja, Special Moves hat er auch ziemlich viel hier.
Haze und dergleichen. Tödliche Trefferangriffe, mhm. Alter, der hat echt ganz schön viel. Ja, so, und ich bin mir nicht sicher, ob es das schon vorher so gab, aber ich hab's jetzt erst so gecheckt. Ist halt hier Kampfstile und sowas, alles Stil Lektion 1, da wird einem dann erklärt, was für Angriffe man so ungefähr als Anfänger erstmal üben sollte und sowas mit den grundlegenden, dann erfahrene Kämpfer und dann, wenn man das Spiel beherrscht sozusagen, wenn man den Charakter dann beherrscht, kritische Klinge und sowas, Seelenladung, alles halt dementsprechend wird dann da angezeigt. Ich war mir halt absolut nicht mehr sicher. Also ist jetzt hier Versicherung des Gegners, Bewegung zuerst ergreifen, ist hier jetzt auch Deckungszerstörer. Ich bin gerade ein bisschen am schauen, ob jetzt hier Move-Stufen, Umkehrklinge zusätzlich versehen lassen, Luft. Es gibt, das Ding hat sich so hardcore noch weiterentwickelt. Es ist wenig zu vergleichen mit wie das Spiel am Anfang war. Also natürlich ist es noch vom Grundprinzip her absolut dasselbe, aber die Steuerung hat sich schon sehr stark nochmal verbessert. Also man hat nochmal wesentlich mehr Möglichkeiten, als man am Anfang hatte, mit den Charakteren zu spielen und dergleichen, was das ganze Movement-Steuerung und Angriffe angeht. Die sind echt sehr stark immer noch aktiv dabei, das Spiel weiterhin zu polischen, zu balancen und sonstiges. Das finde ich echt verdammt gut. Also, oh, den Move hatte ich auch noch nicht gesehen gehabt. Okay. Komm. Das dürfte doch das beenden, ja. Und es kommen halt jetzt auch Zeichen von speziellen Angriffen. Zum Beispiel hat man ja oben links beispielsweise gesehen unter seinem Namen. Da kam zum Beispiel schon so Zeichen. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob es bei allen Charakteren jetzt aus ist, aber wenn ich richtig in Erinnerung habe, haben die es, glaube ich, bei allen Charakteren jetzt gemacht, dass da halt dann spezielle Zeichen für Angriffe und sonstiges dann kamen. Und ich möchte dann nochmal eigener den. Ja, ich. Nakoruru. Yep. Ich hab kein. Also. Ich weiß nicht so genau, wie sie jetzt genau aussieht. Das ist halt nur ungefähres Aussehen. Daher, ich habe auch nicht extra nochmal nachgeschaut, als ich den Charakter gemacht habe. Ich habe halt einfach nur geschaut, den zu machen. Deshalb, und ich wollte den halt dann jetzt nochmal quasi gerne zeigen, dass man halt den Charakter dementsprechend dann jetzt sich auch noch bauen kann. Ja, dass man dadurch mit dem DLC halt in Anführungszeichen quasi zwei Charaktere hat, auch wenn sie halt das Movement-Set von Taki hat. Aber das ist ja auch in Ordnung, also ich finde auch, ist, wenn man sich allein die Anzahl der Charaktere jetzt schon anguckt, die halt jetzt schon im Spiel sind, es ist halt irgendwann schwer für jeden Charakter nochmal komplett eigenes Movement-Set zu entwickeln und sowas, weil irgendwann ähneln die sich halt doch schon alle sehr stark. Und ja, ich hab diesen Falken, bin ich der Meinung, was das sein, auf dem Kopf. Weil ich war mir ziemlich sicher, dass der Falke halt Teil von dem Charakter halt quasi ist. Wo ich mir halt ziemlich unsicher war, war bei diesen Flaggen hinten auf dem Rücken, die ich daran gepackt habe. Aber sie hat ein Haarband und eine Schleife. Da war ich mir noch ziemlich sicher gewesen. Bei der Farbkombination war ich mir auch nicht sicher. Haare habe ich auch keinen blassen Schimmer von ihren. Und sonstigen, da habe ich halt nicht so geschaut. Okay, was mache ich hier gerade? Komm. Ey. Irgendwie stelle ich mich halt ziemlich doof an. Gut.
Hopp. Also, komm weg da. Okay. Ich denke, man merkt, dass ich Taki nicht sonderlich viel spiele. Taki ist auch nicht so mein Charakter, muss ich ehrlicherweise sagen. Auch wenn sie halt doch ein ziemlich starker Charakter ist, weil wenn man sie spielen kann, ist sie wirklich, finde ich persönlich, sehr gefährlich. Aber das gilt eigentlich für eigentlich so ziemlich jeden Charakter. Fuck. Au, au, au. Hey, das tat weh. Komm. Komm. Jupp, das war's dann. Gut. Ja. So. Dem wollte ich halt auch noch mal kurz hier zeigen. Leider gibt es keine Geschichte Seelenchronik für Haumaru. Was ich ein bisschen schade finde, aber was auch noch in Ordnung ist. Haumaru ist halt, was das angeht, so wie To Be. Ich bin auch gespannt und freue mich schon auf die weiteren DLC-Charaktere, die noch kommen werden. Ich hoffe persönlich ja noch auf Setsuka, bin ich der Meinung. Das ist die Schirmlady, nenne ich sie jetzt mal. Die hat nämlich eine Klinge in ihrem Sonnenschirm drin, mit der sie dann kämpft. Und ich bin der Meinung, bei Soul Calibur 3 war, zumindest wenn ich mich richtig entsinne, war Setsuka für mich der Hard-Counter gegen Tira. Mit Setsuka konnte ich Tira so gut Hard-Countern, das war echt übel. Aber das war auch kein leichter Charakter, sondern, wenn ich mich recht entsinne, doch schon ein nicht ganz so einfach zu spielender Charakter gewesen damals. Und ansonsten, ich bin gerade am Überlegen, was für Charaktere könnten. Also, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, aber es gab noch einen Charakter, der halt eigentlich den gleichen Fighting-Stil wie Astaroth hatte, aber halt ein guter war. Astaroth war halt wurde halt aus dem Charakter erschaffen, das hatte ich ja auch schon mal bei der Geschichte von Astaroth erwähnt gehabt. Aber das ist dann halt so der Punkt, so, es wäre zwar ganz cool, den im Spiel zu haben, aber das ist quasi dann Astaroth halt nur mit einem anderen Skin wieder. Das ist dann doch schon eigentlich zu ähnlich schon fast davon. Das war ja das, wo ich ein bisschen Angst hatte, was bei Cassandra war, wo ich dann ja ziemlich glücklich war, dass die Cassandra halt ziemlich stark doch unterschieden haben zu Alexandra. Hieß sie Alexandra? Ich komme gerade nicht mehr drauf. Nee, gegen Sophitia. Stimmt, Sophitia war die ältere Schwester, so war das. Manchmal habe ich da offenbar so ein bisschen Hänger, was das angeht. Da war ich ja relativ glücklich, dass sie da halt sehr stark noch Alleinstellungsmerkmal vom Kampfstil doch noch rausgeholt haben aus den beiden. Also, und dann kann es ja auch immer noch sein, womit ich auch kein Problem hätte, dass sie komplett neue Charaktere erschaffen würden. Was natürlich auch nochmal interessant wäre, wenn sie, ich glaube Violet hieß sie oder so, nochmal ins Spiel einbringen würden aus Soul Calibur 5. Es ist ja so ein bisschen so die Sache, dass man davon ausgeht, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob es offiziell bestätigt ist, aber dass Violet halt
die ältere Version von Amy ist. Sie unterscheidet sich aber vom Kampfstil halt extrem, weil Violet kämpft halt in Anführungszeichen mit Magie, sie kämpft halt mit einer Kugel und Amy kämpft ja mit einem Degen, mit einem Kurzdegen nenne ich ihn mal. Also der unterscheidet sich der Kampfstil dann doch extrem und es, ich fände es eigentlich ganz cool, sie drin zu haben, weil sie hätte dann nochmal wieder einen komplett anderen Kampfstil als alle anderen Charaktere hier im Game. Das, was halt eigentlich schon ganz cool wäre. Also es gibt wahrscheinlich noch Möglichkeiten. Mir fällt noch einer ein, welcher eigentlich noch ins Game müsste. Yongsong oder wie der hieß. Ne, der hat auch noch einen relativ eigenen Kampfstil eigentlich. Und theoretisch könnte man, obwohl, nee, Lizardman bräuchte man eigentlich nicht, weil Lizardman kämpft halt Axt und Schild und es gibt Lizardman ja insofern schon in der Character Creation, wo man ihn basteln kann, auch wenn es die Waffenkombination Axt und Schild nicht gibt. Und Mann, ich rede hier mir wieder meinen Ast ab gerade. Fällt mir so auf. Ich bedanke mich denn hier jetzt erstmal wieder fürs Zuschauen. Ich werde natürlich wieder ein Video bringen, wenn weiteres Neues zu Soul Calibur 6 kommt. Dieses Spiel hält mich einfach dauerhaft am Laufen. Es ist halt echt ziemlich, ziemlich gut. Muss ich halt einfach so sagen. Ja. Ich denke, ich beende dann jetzt auch mal die Folge. Nachdem jetzt hier Halo abgeschlossen ist und ich und jetzt halt diese beim gleichen Slot jetzt halt ich so diese Folge gebracht habe, wird dann, denke ich, Doom Eternal jetzt auf diesen Slot halt wechseln. Das heißt, ich werde Doom Eternal 2 Tage hintereinander bringen, wahrscheinlich einmal. Ne? Einmal, dass er es halt, also gestern und morgen hin sollte ja, zumindest laut meinem Plan, den ich eigentlich habe, eine Folge Doom Eternal kommen. Und übermorgen auf dem 19 Uhr Slot hier würde dann auch nochmal Doom Eternal kommen, aber halt dann nicht mehr auf dem 20 Uhr Slot von vorher. Was halt damit zu tun hat, dass ich halt, ich finde es halt einfach besser, wenn ich halt lieber quasi eine Folge pro Tag als alle zwei Tage zwei Folgen pro Tag. Finde ich halt irgendwie besser, muss ich halt ehrlicherweise sagen. Das ist halt der Grund dabei. Und es ist auch zeitlich komme ich, ist es gerade ungünstig für mich, mehr Projekte am Laufen zu halten, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe viel zu tun gerade, Ostern haben jetzt vor der Tür, was auch noch mein ein potenzieller Zeitfresser ist, wo ich halt alles noch nicht einschätzen kann, daher bleibe ich erstmal bei quasi zwei Hauptprojekten und Shadowverse erstmal fürs Erste. Okay, ich rede mir schon wieder den Ast ab, obwohl ich die Folge beenden wollte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!